Rockstar Games. Herzlich willkommen, Freunde, zu einem neuen Let's Play auf meinem Kanal. Und es ist ein Projekt, das ich versprochen habe. Es ist der dritte der drei Teile aus der GTA 3D-Reihe, wenn man so will. Natürlich nicht der dritte Teil, wenn man nach der Veröffentlichung mehr Spiele geht, aber er ist der Teil, der am modernsten ist vom Setting her. GTA 3 ist das Spiel, das wir nun spielen wollen. Und wir haben schon so einige Einblicke in Charaktere bekommen, die hier drin mit vorkommen könnten, sage ich mal. Und wir werden einige wiedererkennen, auch wenn es insofern kein Wiedererkennen ist, weil dieses Spiel zuerst rausgekommen ist und die Charaktere dann in der Vorgeschichte später implementiert wurden in den anderen Spielen. Es ist verwirrend, aber ihr wisst, was ich meine. Und ich freue mich sehr drauf auf GTA 3, weil es der Teil der drei ist, den ich am wenigsten gespielt habe selber. Und dementsprechend habe ich auch relativ viel wieder davon vergessen. Ich meine, an das grobe Setting und einige bestimmte Missionen kann ich mich schon noch erinnern dabei, aber der Teil ist mir weitaus weniger im Gedächtnis geblieben als die anderen beiden. Müsste auch kürzer sein als die anderen beiden, also auf jeden Fall kürzer als San Andreas, aber das muss ja nichts heißen, ne? Das kann ja deswegen trotzdem ein Erlebnis werden. Und wir müssen uns etwas umgewöhnen im Vergleich zu den anderen beiden Spielen. Denn unser Hauptcharakter ist stumm. Tja. Und damit sind wir auch schon im Titelbildschirm angekommen. Also GTA 3 ist das Spiel, in das wir uns jetzt stürzen wollen. Und ich würde sagen, ich quatsch gar nicht mehr weiter jetzt drumherum. Ich verfalle immer so ins Quatschen in den Titelbildschirmen. Ich weiß auch nicht. Sondern ich würde sagen, wir fangen direkt an. Wir kennen unseren Hauptcharakter bereits aus San Andreas. Er ist dort schon einmal vorgekommen, als Catalina, die olle Schnepfe, mit ihm durchgebrannt ist. Nicht, dass das schlimm gewesen wäre. Sie hat uns dann nachher sowieso noch weiter penetriert, beziehungsweise CJ weiter belästigt. Aber wir haben zumindest schon mal einen Einblick bekommen, mit wem wir es hier zu tun bekommen. Und wir werden auch Catalina wiedersehen. Die wird auch hier wieder eine Rolle spielen. So wie einige andere Charaktere, aber wir schauen uns erstmal an, wie es denn Claude so ergangen ist mit unserer liebreizenden Catalina, die wir schon in San Andreas so schätzen gelernt haben. Also, auf geht's nach Liberty City! City is in shock today as the police and emergency services deal with the aftermath of a devastating attack on a police convoy this morning. As yet, no details have been released about the prisoners being transferred in the convoy, and no crew has claimed responsibility. The convoy left police headquarters early this morning for a routine transfer of felons to Liberty Penitentiary. The attack took place on the Callahan Bridge, leaving few witnesses and the bridge itself severely damaged. Some of the convicts are thought to have perished in the explosion that followed the initial attack. Revelations as to the professionalism of the attack struck police hours afterward, when identification of the missing felons were further hampered by an attack by computer hackers on police headquarters databases. With the Porter Tunnel project falling behind schedule, this disaster leaves Portland isolated from the rest of the city. Come on! Señor Dickhead! It's no problem to kill you. You're gonna be sorry. Aye, aye, get lost.
Wir kommen in einer graueren Welt als in den Spielen davor. I know a place on the edge of the red light district where we can lay low, but my hands are all messed up, so you better drive, brother. Gib mir Liberty. Unsere erste Mission. Willkommen in Liberty City, wir sehen, es ist etwas grauer, als wir das aus den anderen Spielen kennen. Und etwas betonierter alles, aber gut, es ist halt Liberty City, es ist kein sonniger Start. Wir müssen uns damit abfinden, dass wir hier etwas schlechteres Wetter haben werden. Aber gut, Hauptsache wir sind frei. So, dann wollen wir uns mal auf den Weg machen. Radio müsste ich mal ausmachen, oder habe ich das schon ausgemacht? Ich weiß es gar nicht. Müssen wir mal schauen. Kann ich gar nicht die Kamera von meinem Wagen steuern mit der Maus? Das wundert mich gerade so ein bisschen. Gut, die Tutorial-Angaben da oben, die interessieren mich jetzt weniger, denn ich meine, wir wissen, wie man ein Auto steuert und so. Aber tatsächlich scheint man die Kamera so nicht steuern zu können. Es geht nur mit links und rechts, indem man halt aus dem Fenster rausschaut. Gut, das wird gewöhnungsbedürftig. Das heißt, ich kann ja im Prinzip meine rechte Hand jetzt komplett hier hängen lassen. Die ist ja dann vollkommen unbedeutend. So, und da sind wir auch schon. Also, wir sind in Sicherheit und haben einen neuen Freund, nämlich unseren Mitausbrecher. Und wir haben Glück gehabt, dass irgendjemand bei uns im Transporter mit war, der offenbar wichtig genug war, um befreit zu werden von seinen Anhängern. This is the place right here. Let's get off the street and find a change of clothes. Ach, warum denn? Orange steht mir. Gut, außerhalb einer Mission kannst du das Spiel hier speichern. Die Garage nebenan kann ein Fahrzeug eingestellt werden, wenn du das Spiel speicherst. I know this guy. He's connected. His name's Luigi. Me and him go back, so I can probably get you some work. Come on, let's head over. Und so schnell geht's. Gerade eben noch ein glückloser Verbrecher, der von seiner Komplizin niedergeschossen wurde. Das war übrigens Catalina, auch wenn sie ein bisschen anders aussah. Und im nächsten Moment... Oh, ich bin gerade falsch gefahren, sehe ich gerade. Und im nächsten Moment haben wir schon irgendwelche Kontakte zur Mafia, dank unseres Mitausbrechers. Gut, ich sag mal, ich habe nichts dagegen, denn wir sind im Prinzip gestrandet in dieser Stadt. Wir haben keine Beziehungen, keine Kontakte, wir können ja auch nicht reden, von daher... Was machen wir? Ne? Also... Hören wir uns mal an, was wir da bei der Mafia mitmachen können und wie wir da einsteigen können. Warum nicht? Besser als nichts. Luigi's Girls. Wait here, man, while I go in and talk to Luigi. Eightball's got some business upstairs. Well, maybe you could do me a favor. One of my girls needs a ride, so grab a car and pick up Misty from the clinic, then bring her back here. Remember, no one messes with my girls. So keep your hands on the wheel. If you don't mess this up, maybe there'll be more work for you. Now get out of here. Und schon haben wir unseren ersten Job. Wir haben noch gar nicht Ja gesagt. Also wir können ja auch nicht Ja sagen, denn wir können nicht sprechen. Aber gut, wir sind direkt drin. Besorgt ja ein Fahrzeug. Ich muss mal schauen, ob ich die Umgebungsgeräusche vielleicht noch ein bisschen leiser mache. Denn man hat 8-Ball gerade kaum verstanden, als er geredet hat, während wir im Auto waren. Ich finde übrigens sehr schön, Luigi ist ja auch so ein klassischer, stereotypischer Name für Italiener. In meinem Studiengang, ich bin ja in einem internationalen Studiengang und da ist auch ein Italiener mit drin und der heißt auch Luigi. Und als ich ihn mal darauf ansprach, dass das ja sehr stereotypisch ist, hat er gemeint,
Er kommt aus Süditalien, beziehungsweise ist in Süditalien geboren, und er meinte, in Süditalien gibt es tatsächlich bloß so um die 10 Vornamen, unter denen dann alle Menschen aufgeteilt werden, weil halt, man bleibt halt gern dabei, man ist halt konservativ, also gibt's nur 10 Vornamen dort, finde ich wunderschön. So, halte neben Miss Jan und lass sie einsteigen. Komm rein, Hure! Dachte ich mir. Bring Misty zu Luigi's Club. Also dann, momentan noch eine Mission, die nicht allzu herausfordernd für uns ist. Das sollten wir noch hinkriegen. Gerade so. Aber wir können uns denken, irgendwann wird es schon schwerer werden. Verzeihung. Und schon haben wir $1,500 verdient. Ich glaube, das wird ziemlich einträglich. Also wenn wir schon allein dafür $1,500 bekommen. Respekt. Du kannst dir bei Luigi den nächsten Job abholen oder Liberty City erkunden. Warum nicht ein Taxi ausleihen, um dir was dazu zu verdienen? Das werde ich vielleicht mal machen, abseits der Aufnahme. Hatte ich ja bei San Andreas auch schon so gemacht. Aber ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal weiter. Vorher schaue ich aber nochmal ganz schnell in die Optionen. Wie gesagt, im Audio-Setup will ich nochmal kurz schauen. Ach, Music-Volume habe ich schon ausgemacht, wunderbar. Dadurch, dass die GEMA sich mittlerweile mal mit YouTube geeinigt hat, muss ich da zwar eigentlich nicht mehr so drauf achten, aber man weiß ja nie, inwiefern sich da nicht irgendwas ändert, deswegen lasse ich das Radio einfach mal aus. Wenn ich es anhaben würde, würde ich wahrscheinlicherweise Double Cliff FM hören. Das ist ein klassischer Radiosender, gefällt mir sehr gut. Aber jetzt wollte ich erst einmal SFX Volume ein bisschen runter machen. Die Sache ist, gibt es denn gar keine Lautstärke für die Gespräche? Na gut, schauen wir mal, ob das jetzt die Gespräche auch leiser macht. Weiß ich nicht, werden wir sehen. Klingt jetzt nicht wirklich leiser als vorher. Aber was soll's, geht ins Zentrum der blauen Markierung, um eine Mission zu starten. Mensch, das hätte ich ja nicht gedacht. Kein Spank für die Ladies. Luigi said to give you this, so here, take it. There's a new high on the street. Goes by the name of Spank. Some wise guys have been introducing this trash to my girls down Portland Harbor. Go and introduce a bat to his face. Then take his car, respray it. I want compensation for this insult. Oh, ein sympathischer Kerl. Da sind wir dabei. Ja, Spank für die Ladies. Da hätte ich jetzt eigentlich gesagt was anderes erwartet. Achso, halt. Nimm dir den Schläger. Gut, dass hier drüben zufälligerweise einer auf dem Bürgersteig herumliegt. Sind wir dabei? Okay. Wie man zwischen den Waffen hin und her wechselt, das wissen wir ja. Beziehungsweise ich weiß es, denn ich habe ja schon ein paar GTA-Spiele gespielt mittlerweile. Und dementsprechend ist mir jetzt mal die Steuerungsangabe da oben egal, beziehungsweise das Tutorial. Und wir machen uns direkt auf den Weg zu den Spank-Dealern. Also musst du vielleicht Wege finden, die das Radar ja nicht zeigt. Ja, ich fahre dann zum Beispiel mal übers Grün. So, das wird ehrlich gesagt ein bisschen gewöhnungsbedürftig, dass ich die Kamera nicht steuern kann mit der Maus. Aber gut, was soll's. Kriegen wir hin. So, da sind die Docks. Rein hier. Und dann schauen wir mal, wen es zu verprügeln gilt. Können wir ihn nämlich einfach überfahren? Das habe ich doch früher auch schon so gern gemacht. Naja, geht auch so. Komm schon. Schon tot? Nee, ne? Oh! Du Sau. Wir sehen, es ist alles noch ein bisschen hölzerner von den Animationen her. Erst dann später. Aber das passt schon. Nimm sein Auto und spritze es um. Das war's schon mal für ihn. So. Auf zu Pain Spray. Oh. Verzeihung. Auf zu Pain Spray und dann werden wir die Kiste mal auf Vordermann bringen. Gut, kaputt ist sie ja im Prinzip nicht, aber wir wollen sie ja zumindest unser eigen machen und dann müssen wir halt die Farbe mal ändern. Ach, diese Kiste. Der Stallion. In jedem Teil wieder ist die Steuerung unfassbar schwammig von dieser Kiste. Es ist nicht zu fassen.
Also da bleiben sie sich auch treu. Viele Automarken sind ja echt in jedem GTA-Teil vorhanden, bloß halt immer so ein bisschen abgeändert. Eben der Zeit immer angepasst jeweils. Aber vieles verändert sich nicht. Zum Beispiel der Stallion, der bleibt immer mit schwammiger Lenkung. Fahre deinen Wagen in die Lackiererei, um dein Fahndungslevel loszuwerden und das Auto zu reparieren und umzuspritzen. Kosten $1000, wow. Diesmal kostet es nichts. Sehr schön. Aber gut, wir haben ja gleich beim ersten Mal 1500 bekommen, also wird das schon passen. Die Cops werden mich nicht identifizieren, das ist sehr schön. Stell das Auto in Luigis Garage ab. Warum hat Luigi seine... Oh, schon wieder kaputt gemacht. Naja. Warum hat Luigi seine Garage nicht neben seinem Club? Was soll's? Ich will das nicht kritisieren. Also ich muss sagen, Liberty City ist schon vom Aussehen her ein ganzes Stück unansehnlicher, als das bei San Andreas und Vice City der Fall ist. Es ist eben sehr viel grauer und das macht auch irgendwie depressiv, muss ich sagen. Also es ist eine ernstere Stimmung einfach in den Spielen, die in Liberty City spielen, finde ich. So, fahren wir die Kiste mal rein. Und raus mit uns. $4000 gibt es dafür. Mensch, hier gibt es aber echt viel Kohle. Die Inflation, die Inflation.